Teure Zuhörer, was herzlich? Da im Büro von Prostejidisch haben wir gehabt ein kleiner Simche, weil das ist der 50er Episode von Podcast. Nun, wir seien doch nicht kein größer Machers, aber ich hoffe, dass die paar Minuten Jiddisch alle Woche gefallen euch und können kommen zu nichts. Wie man sagt, a bissel und a bissel macht a voller Schüssel. Ich freue mich, als ihr hört sich zu und euch als Zuhörer von über der Welt schicken mir Rekordierungen. Ich hab sich nicht gericht auf Asa Abruf. Ich freue mich, weil zu lieb die aller Gäste kennt ihr Herren a so viel Keller. Sei von die, was reden Jiddisch ganz fließig, sei von die, was lernen sich und willen proven schaffen etwas auf Jiddisch. Es ist doch besser, nicht nur zu hören, bloß mein Call. Und ich weiß, es ist nicht allemal leicht, zu schaffen etwas auf Jiddisch. Man sorgt sich. Und ich will nur sagen, als ich halt, es ist allemal gut zu reden Jiddisch. Viele, als man macht greisen, kann man reden. Darf man reden. Ich mach doch greisen. Einmal darf ich nichts in Wetter, was ich hab keinmal nicht gehört und ich weiß nicht, ob ich red sei richtig heraus. Ich prüf, aber es ist nicht ideal. Aber ich mein, es man darf prüfen, sei wie. Wir können sich allemal lernen etwas von einem Mensch, viele, wenn sie reden, nicht perfekt. Und nu, wer denn ist perfekt? Als man sagt, Teuter haben nicht kein Tos. Das heißt, als man lebt, macht man greisen. Nu, genug von mein hitziger Rede. Ich will nur bedanken alle, was haben sich nicht gesorgt wegen seinen Perfekt und haben geredet auf den Podcast. Heint haben wir zwei Rekordierungen von Lenes und beide wegen heintzeitiger jüdischer Kultur. Gar interessant. Lass mir anheben mit Blumen. Blume ist ein jüdischer Sänger und Akteur und studiert Jiddisch und Yam-Biologie. Sie hat sich gelernt auf ein Steiner-Programm und wird reden ein bisschen wegen Queer-Jiddischkeit und ein paar queere Texten von der jiddischen Kultur. Ihr seid great? Gut, lass mich hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch! Queer Jiddischkeit ist alles, was hat zu tun, sei mit Jiddisch, sei mit Queerkeit. Ich hab gehört, dass Sachmenschen sagen, dass Queer Jiddischkeit ist nur eine neue Sache. Aber ich meine, wir müssen gedenken, dass Queerkeit ist allemal gewesen, voran in der jiddischen Kultur. Aber heute haben wir mehr Wörter zu beschreiben Queerkeit. Queerkeit in Jiddischkeit ist gar nicht neu. Queer Jiddischkeit hat eine lange Geschichte in jiddischen Filmen und Theater. Man kann nicht reden wegen Queer Jiddischkeit und reden wegen der Gott von der Koma von Sholem Asch. Asch hat geschrieben die Pjäse in 1907. Er hat nicht genützt dem Wort Lesbianke, aber die meiste ist wegen einer Frau, was es verliebt in eine andere Frau. Die Pjäse beweist uns, wie Jiden haben gemeint wegen Queerkeit. Heint wird man gemeint, als es ist ein bisschen problematisch. Aber die Pjäse hat eine sehr schöne Szene zwischen die zwei verliebten Frauen. Im Film haben wir Molly Picon, eine Akteurin, was hat einmal gespielt jünglich, wie in Jiddel mit dem Fiddle, wo
von 1936. In dem Film spielt Pecan a Frau, was will seine Klezmer mit den Taten, aber er sorgt sich wegen ihrer Sicherheit. Tut sie sich an wie ein Mann und fährt darum mit den Taten. In einer anderen Meise, Jentl, von Isaac Bashevis Singer in 1962, die Heldin tut sich an wie ein Mann, verliebt sich in einen Mann, was meint, dass sie ist euch ein Mann, und hat Hassene mit einer Frau. Gar queer. Wir haben stark progressiert mit Queer-Gleichrechtigkeit und Stolz, aber sein Queer ist noch alt zu sein auf der Peripherie von unserer Kultur, in jüdische und goyische Kehilas. Heutige Queer-Jüdischkeit hat darum das Gefühl von Peripherie und schafft euch Wörter, was man knitzen zu reden wegen Queerkeit. Lesbianke, transminik, unzweig und so weiter. Wir haben queer-jüdische Poeten wie Irina Klepfisch, queer-Musiker und Akteuren wie Miriam Chaya Siegel, queer-Schreiber, Artisten, Forscher und noch. Und als mehr queere Menschen lernen sich Jiddisch und reden Jiddisch, wollen wir haben als mehr Queer-Jiddischkeit in unserer Kultur. Gor fein, a Dank Blumer. Ich hab euch sehr lieb zu gucken, Molly Pecan, in die Häusenrolles und zu leinen und forschen wegen queer und transminig Menschen in der jüdischen Geschichte und Kultur. Ich hoffe, dass wir wollen weiterreden wegen dem in der Zukunft. Und jetzt lass mich hören wegen einem anderen Aspekt von der jüdischen Kultur heutzutage. Shama Boyarin hat mir geschickt ein Skript wegen sein Interesse. Jiddisch Metallmusik. Gewaltig. Shama ist ein Professor von Literatur und lernt und schreibt wegen Religie und Metall zwischen anderen Themen. Lass mich hören, was er hat zu sagen. Jiddisch Metal, für was und für wemen? Als man tracht wegen der Genre von Musik, was heißt Heavy Metal und oft verkürzt zu Metal, ist gewöhnlich, hat man in Sinnen die Wikinger oder dem Okkultismus und selber Themas. Metal seht euch goyim nachas, wie etwas, was hat kein Scheichus nicht zu Jiddischkeit und avadai meint man, als sie ist nicht da kein Metal-Kapellias, wo singen Lieder auf Jiddisch. Chotsch es seinen nicht da kein Sach Jiddisch-Metal-Kapellias, seinen Apor ja voran. Und sie seinen nicht so modne, wie man wollt, öfter gemeint. Einer von Otti Kapellias ist von Schweden, wo Metal ist sehr beliebt. Und Jiddisch hat Marmad wie eine nationale Minorität sprach. Die Kapelle heißt Die Bukin. Und sie singen berühmte Lieder von dem Oizar von Jiddisch Lieder. Le Maschal, Itzik Mangers, Auf dem Weg steht der Bäum. Gewollt ist noch eine Kapelle, wo singt Metal Nusros von berühmte Jiddisch Lieder. Auf sehr Disk, was heißt Aleph Beis. In sehr Nussach von dem Lied Mein hoher Platz, kennt man Herren, die Maschinen und Ketten, was wegen sie hat Morris Rosenfeld geschrieben in sein Lied. Der Gelentner von Metalmusik und Jiddischkeit, Keith Kahn Harris, hat gesagt, als die Verbindung zwischen Metal und Jiddisch ist die Element von Bekanntschaft in sei beide. Man kann verstehen sein Argument, als man sieht, wie populär seinen die alte jiddische Lieder in Metal. Und die jiddische Gelernte Lily Kahn hat geschrieben und geredet von Heavy Metal auf Jiddisch. Sie hat erklärt,
als etliche jüngere Jiden, was willen sich verbinden mit der jüdischen Geschichte, nutzen Jiddisch wie ein Symbol und gefinnen neue Offenen zu schaffen auf Jiddisch. Lemaschal Heavy Metal Lieder. Sie nutzt den Begriff Postvernakularität zu beschreiben dem Phänomen. Die sammelneueste Jiddisch Metal Kapelle heißt Akelole. Ihr erster Disc heißt Euch Akelole und sie ist raus im Jahr 2022. Von dem Ort an hat die Kapelle rekordiert noch 3 volle Disken, was die letzte von sie heißt Der Kabbalist, zusammen mit etlichen kurzen Werks. Seine Musik ist Black Metal, ein Genre voll mit okkultischen Themas. Akelole ist der Projekt von ein Mensch allein, also tut man gewöhnlich in Black Metal. Er ruft sich allein beim Namen Masik. Wie andere jiddisch Metal-Kapellias hat Masik geklebt zu rekordieren etliche von den berühmtesten jiddischen Liedern. Aber etliche sind neue Lieder, was er hat allein geschrieben. Lemaschal, das zweite Lied von dem Album Der Kabbalist, Erschütternisch kommt. Hotsch Masik kennt nicht Jiddisch so gut, hat er mitgearbeitet mit einem Jiddischredder. Das ist ein gutes Dogma von das Post-Werner-Kularität. Der Künstler Masik will als sein Kunst soll reden Jiddisch und er hat gefunden an Offen. In einer kurzen Zeit hat Masik gemacht mehr Jiddisch Metal wie alle andere Kapellas zusammen. Die Zukunft von Jiddisch Metal ist verbunden mit Jiddisch. Tomer werden noch jüngere Jiden herumsuchen neue jiddische Kunst, werden ein paar von sie gefunden. Als Metal und Jiddisch machen einen starken Schutzfuß. Danke, Shama. Ich habe nicht früher gewusst, wegen die Thema von Bankschaft in Metal. Chikabe. Als ihr wollt hören ein bisschen Jiddisch Metal, gibt a Kuck in die Episode Bemerkungen. Shama hat gemacht a Spielregime für euch. Ich will euch stellen a Link zu einem Artikel auf Englisch wegen Jiddischkeit und Metal. Teure Zuhörer, ich hoffe, dass ich will sein zurück in ein paar Wochen herum. Mit neuen Episoden für euch. In Saison 6 will ich proben mit noch ein paar Interviewen für die, was willen hören an mehr natürlich geredet Jiddisch. Und als ihr wollt sein ein Gast oder ihr habt vorlegen, was ihr wollt hören, schickt ein Blitzbrief zu prostejiddisch bei gmail.com. Oder schreibt uns einen Kommentar. Und als der Podcast gefällt euch, sag ein Chaver. Mit einem großen herzlichen Dank fahren sich zuhören. Seid gesund!